Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben wieder im letzten Part viele Herzteile und Maimais gefunden, aber kein einziges Item. Also ganz ehrlich, das bleibt so random hier alles. Das macht mich ein bisschen traurig. So, wir haben jetzt noch einen kleinen Lichtblick vielleicht. Ob das was wird, keine Ahnung. Wir nehmen nochmal die Bombe mit. Ist auch ganz easy hier versteckelt. So, ich weiß gar nicht. So, zack. Okay, da haben wir nochmal einen Höhleneingang. Ob der jetzt cool ist, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Schatzkiste drin. Yay. Wow, geil. Ja, ein Fortschritt. Danke. Sora Flippers. Ja, cool. Wir können mal zumindest schon mal ein bisschen tauchen. Und können vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Dungeon damit machen können. Wenn ich jetzt hier reingehe... Okay, unter dem großen Felsen ist der drunter. Deswegen konnte ich das nicht machen. Okay, wir haben die Sora-Flippers, Leute. Das heißt, wir können jetzt uns im Wasser bewegen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Warum zur Hölle finde ich den jetzt am letzten Arschpunkt der Welt? Meine Güte. Ja, hätte ich schon lange mal machen können, ne? Eigentlich. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Maimais, die wir uns noch holen können. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal... Ach, hier ist gar keiner. Ups. In der Schattenwelt war da noch einer, ne? Und da ist noch einer. Ist das dein Ernst? Jetzt bekomme ich Bomben? Aber sind das jetzt Originalbomben? Ich habe jetzt zwei Stück geholt, gell? Ja. Ne, ich habe nur einen geholt. Ja. Ja. Hä, willst du mich verarschen? Ich hab vier, fünf Folgen gar nichts gefunden und jetzt Flossen und Bomben ineinander? Was ist das für ein Scheiß? Ja, toll. Okay, Leute, es geht jetzt offiziell gut weiter. Was ist das denn jetzt? Okay, jetzt haben wir viel zum Sprengen auf jeden Fall. Wir haben sehr viel zum Sprengen. Sehr, sehr viel. Oh Gott. Was ist das denn? Leute, was ist das denn? Ach so, stimmt ja, die haben ja auch auf Magie. Das ist ja keine Anzahl von Bomben, sondern kosten ja auch so Magie. Auch interessant. Okay, hier haben wir noch eine Feenquelle drin. Ja dann, jetzt können wir einmal, let's go. Jetzt müssen wir einmal durchspringen. Durch die Welt und durchschwimmen. Ist, glaube ich, auch was. Bin jetzt schon richtig genervt, ey. Warum? Warum? Zwei krasse Items hintereinander. Klar. Vielen Dank für nix. So, was war denn mit dem? Ah, der braucht eine Fluchtfrucht. Ne, die kann ich ihm ja kaufen. Die kann ich ihm ja kaufen, die Fluchtfrucht. Ja, gehen wir nochmal kurz hier in die Schattenwelt rein. Und holen uns das eine Maimai, oder? So, ich marker das schon mal. Weil ich weiß auf jeden Fall, da ist eins im Wasser. Haben wir halt echt diese blöden Bomben, ne? Und die Flossen bekommen in einer Folge. Das kann sich schon wieder keinem erzählen, ey. Kann ich jetzt sogar beim Sumpf schwimmen? Ist auch möglich, ne? Ich kann, glaube ich, sogar jetzt beim Sumpf einfach durchschwimmen. Oder ist das wieder ein Unterschied? Ich glaube, das müsste auch gehen. So, guck mal, jetzt kann ich auch hier was durchschwimmen, ne? Hä? Warum sollte ich den Stein hier wegsprengen? Weil ich wahrscheinlich vorher die Flossen noch nicht habe. Stimmt, ich lasse das ja in der... ich lasse das ja in der Schattenwelt ab, ne? Das Wasser irgendwie. Stimmt. Ich erinnere mich. Okay. Aber ist ja jetzt hinfällig, theoretisch. Oder auch nicht. Vielleicht war es auch anders. Aber muss ich... Ich muss, glaube ich, trotzdem den Fels sprengen. Kann das sein, dass da das Wasser abfließt? Hat das was mit dem Wasserfluss an sich zu tun? Dass da vielleicht das... Ja, das Wasser fließt dann ab, ne? Das müssen wir da nochmal hin. Ja, okay. Ist zwar erschwerlich, aber das kriegen wir doch hin. Dann machen wir da jetzt gleich mal weiter, würde ich sagen. Bevor wir jetzt uns wieder in elendlangen anderen Dingen verstricken. So. Ich switche mal kurz auf den Eisstab um.
Ist halt tatsächlich doof, ne, mit dem Eisstab. Ohne Schwert ist das nicht geil. So. Schnell durch. Zack. Zack. So. Nee. Warum blockt er alles? Nein, du Penner! Du Sackgesicht! Ah! Es lief so gut bis hierher. Menno, Leute. Tja, das ist halt der Nachteil, wenn du kein Schwert hast. Ne? Normalerweise bängst du die einfach weg mit dem Schwert. Am besten noch eine schöne Wirbelattacke rein. Aber ja. Manche sind halt so. Aber die haben es auch voll auf mich abgesehen, ne? Auf die Bombe. Voll auf die Bombe abgesehen. Ja, mein Problem ist auch, ich habe halt nichts, was ich so geradlinig schießen kann. Aber ich kann die. Kann ich die nicht trotzdem damit stunnen? Mit dem Sandstab? Soll ja trotzdem gehen, ne? Mach ich mal so. Mir reicht ja eigentlich ein Stun aus. So. Stun ich einfach mal kurz rein. Und dann weiter. Okay. Das ist okay so. Mhm. Oh Gott, ich hab's geschafft. Kann man das noch ein bisschen genauer machen? Ah, oh, diese Kackbombe, ne? So. Das sollte doch so passen. Zack. Jawohl, jetzt geht das Wasser weg. Ja. Okay. Aha. So, genau, den. Ja, jetzt komme ich doch rüber. Jetzt porte ich mich einfach darüber. Zack. Mein Kaffee ist alle. Traurig. Aber Leute, aber schön. Wir haben endlich einen Fortschritt gemacht. Und die Bombe muss ich hier nur ausrüsten. So eine schöne Gigabombe ist auch nicht schlecht, oder? So, jetzt kann ich das vielleicht. Okay. Hier brauche ich einen Enterhaken. Das ist doch mal good to know. Jetzt können wir aber erstmal wieder in die Lichtwelt und können vielleicht in der Lichtwelt hier noch was machen. Jo. So machen wir das jetzt erstmal. Bin ich erstmal so zufrieden mit. Okay, cool. Leute, ich bin so happy. Es geht endlich voran. Ein bisschen. Also ganz ehrlich, Bomben und Flossen in einer Folge? Hat der schon irgendwie jetzt zusammengehört, ne? Miteinander. Achso, jetzt komme ich ja trotzdem nicht hier rein. Nö, hatte nichts damit zu tun. Also hier brauche ich wirklich die dickeren Handschuhe. Okay, dann lassen wir das hier erstmal weiterhin. Aber hat man hier noch irgendwas, was wir sprengen mussten? Was war hier drinne? Nur eine Feenquelle. War hier noch irgendwas zum Sprengen oder so? War mir da nicht so? Oh, wehe mir. Ich weiß, ich könnte da jetzt noch weitermachen, weil da gab es irgendwo ein paar Wände zum Sprengen. Auch in der Wüste gibt es ein bisschen was zum Sprengen. Aber wir haben halt die Flossen bekommen. Und deswegen zieht es mich gerade mehr Richtung Wasser. Ich glaube, das ist da doch ein bisschen besser.
Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich meine Bomben upgrade. So. Hier war auf jeden Fall noch eine Wand. Ah, es juckt. Ich glaube, in der Schattenwelt kann ich hier auch noch ein paar Wände sprengen irgendwo, ne? Ich will auch nochmal probieren. Yay! Und wieder ein Mai-Mai. Yay. Okay, was haben wir denn? Nummer 35 war das jetzt, okay. Und jetzt kommen wir zu dem Herzteil, richtig? Jawohl. Und noch ein Mai-Mai. Nummer 36. Ja, ungefähr 60 Stück haben wir schon gefunden. Wahrscheinlich. Vielleicht sogar ein paar mehr, weil ich irgendwo eins vergessen habe. Möglich. So. Dann sind wir hier erstmal durch, ne? So, jetzt können wir hier in dem Wasserbereich. Was war hier drin? Da oben ist auch ein Schatten. Da oben kann man ins Schattenreich? Wie soll ich denn da hinkommen? I don't know. So, aber wir können jetzt hier erstmal schön schwimmen. Und das sehr langsam. Warum schwimmt denn nur so langsam? Ah, okay, so kann ich schneller schwimmen. Alles klar. So, da haben wir 61. Ist auch wieder ein Original Mai Mai. So, hier. Zwischenstopp. Speichern. Ba, 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 ba. Haben wir erstmal einen neuen Teleporter. Oh, ich freue mich auch, wenn ich endlich eine neue Itemtasche habe und mehr Items ausrüsten kann. Ne? Das ist halt auch viel entspannter dann. So, zack. So, da kann ich jetzt auch rein. Was war denn da drin? Ist das auch ein Dungeon? Ja, das ist auch ein Dungeon. So, noch einmal. Gehen wir mal noch nicht rein in den Dungeon. Ich gucke mich hier erstmal kurz um. Wir können uns hierher teleportieren. Weil hier lagen ja auch noch die ein oder anderen Gegenstände und Herzteile rum. Oder Maimais. Mhm. Wie viel Kohle ich hab, ey. Ja, theoretisch da hinten können wir ja auch noch überall weitermachen. Also das ist schon... Es gibt jetzt schon ein bisschen was zu tun, ne? Auch mit den Bomben noch so dazu. Alter, jetzt kriegen wir ja gar keinen Schaden mehr. Ist ja easy peasy. Nice. Ich meine, wir teilen auch nur Schaden aus, ne, weil wir halt kein Schwert haben. Aber selber Schaden bekommen wir jetzt auch nicht mehr viel. Okay, Items. Wir gehen mal wieder auf die Bomben. Dann können wir hier dann auch nochmal in die Schattenwelt rein. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu tun. Freut mich. Das freut mich sehr. So, und hier war jetzt irgendwie, genau, eine Schatzkiste erstmal. Noch ein Herzteil. Wer hätte es erwartet? Herzteile gibt es hier immer en masse. So, ja, ansonsten ist hier, glaube ich, jetzt auch nichts erstmal weiter. Ich gehe mal kurz in die Schattenwelt rein. Ich glaube, in der Schattenwelt kannst du hier auch nochmal ein bisschen was sprengen, ne? Genau. Ich lege hier auch gleich mal zwei Bomben. Einfach nur. Okay, ist aber nix. Da ist aber nix. Düdülü. Okay, hier ist auch nur eine Feenquelle. Okay. Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt hier nochmal umgucken? Schauen wir mal. Schauen wir mal nochmal kurz hier in der Schattenwelt rein. Aua. Wäre schon cooler, wenn da irgendwie ein Turbo-Modus dabei wäre. So, warte mal, wie war denn das hier mit der Schildkröte? Wie war denn das mit der Schildkröte? Wir müssen irgendwie... Genau, wir müssen denen irgendwie helfen und dann... Guck mal hier.
Aber wie helfen wir denen so? Ah, okay. Genau. Da gibt es, glaube ich, ein paar. Die sind hier verstreut. Und wenn wir den allen helfen, dann... kriegt man was, ne? Okay, da ist nichts. Und da wäre noch ein Maimai drunter. Naja. Mal später holen. Genau, dann kommen wir da in die Mitte. Alter, das Lava? Okay, wusste ich auch nicht mehr. Das wusste ich auch nicht mehr, aber da können wir uns dann hin teleportieren, erstmal schön. So, okay. Tolles Monsterherz. Wahnsinn, ich freue mich. Bin ja so erfreut. War das die einzige Schildkröte, die wir retten mussten, Leute? Ah ne, hier ist noch eine. Zack. Okay, ich muss erst alle Monster töten, tatsächlich. Ba, 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 ba. Natürlich halten die enorm viel aus, diese Viecher. Und ich renne hier immer mit meinem Eisstab rum. So, das war der. Und das war der. Okay, die springt dann einfach von selber ins Wasser. Alles klar. Waren das nur zwei Stück? Dann geht das ja eigentlich voll klar. Warte mal ganz kurz. Gibt es hier zufällig so eine Fluchtfrucht zu kaufen? Wie kostet so eine Goldbiene? Ah ja. Nö. Ah, hier ist noch ein Maimai. Beautiful. Okay, 20 Rubine. Da gibt es ein Herzteil. Aber das ist, glaube ich, Dungeon-spezifisch. So, gehen wir nochmal hier lang. Gucken mal, ob es hier auch noch eine gibt. Da könnte ich jetzt auch in die Lichtwelt. Okay. Ich weiß nicht. Ich schließe jetzt mal das mit der Schildkröte kurz ab, oder? Ist, glaube ich, besser. Ich mache das mit der Schildkröte kurz fertig. Und dann haben wir nämlich auch einen Zugang, einen neuen. Haben wir jetzt alle Schildkröten? Ne, eine fehlt, glaube ich, noch. Gibt es denn noch eine? An Land vielleicht? Ich meine, wir waren jetzt an jeder Ecke. Also hier könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass es vielleicht eine Schildkröte gibt, aber ansonsten... ansonsten war man ja überall. Und wahrscheinlich fehlt noch eine. Aber hier ist auch keine. Hä? Waren wir nicht überall? Hier ist auch nichts. Nö, nicht wirklich, ne? Ihr noch eine Schildkröte gesehen? Man ist aber auch so langsam im Wasser, ne? Das ist ja absurd. So, warte mal. Hier haben wir eine, hier haben wir eine. Ja, eine fehlt noch irgendwie. Aber wo? So, die haben wir gerettet.
Ja, theoretisch müsste es einfach auf der Seite drüben noch eine sein. Aber da war ja nichts. Zack. Also sprich hier irgendwie müsste ja noch eine sein. Hä? Ach, da oben. Ah, ich sehe sie. Die müssen wir nur runterpunchen. Nur runterpunchen, ja. Hier lang. Hallo? Okay. Hat ein bisschen gedauert, sorry. Hab sie gefunden. Aber die hätte auch selber runterspringen können. Ich war sticky, genau. Ja, wir haben mal wieder Überlänge erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Wahnsinn. So, und jetzt können wir doch mit der Schildkröte endlich zum Dungeon fahren, richtig? Warte mal kurz. Ja, was? Was zur Hölle? Papa. Ich will da lang. Ich glaube, die fährt einfach ihre Route ab, ne? Papa. Ja, aktivieren wir den Dungeon, würde ich sagen. Und im nächsten Part, ja. Wir haben zumindest den Dungeon dann schon mal. Machen können wir den. Wir könnten den machen. Ob wir den jetzt machen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich will erst wieder ein bisschen andere Sachen. Weil wir haben ja noch so viele Sachen, die wir machen können. Bevor ich den Dungeon angehe. Aber ja, wir könnten hier theoretisch reingehen. Wir haben den Eisstab und auf einer guten Stufe. Ist, glaube ich, für den Dungeon ganz gut. So, wir speichern mal. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der neuen Folge wieder zu A Link Between Worlds Randomizer. Und damit ich es nicht vergesse, werde ich nochmal hier hinter schwimmen. So. Damit wir dann hier im nächsten Part gleich reingehen und nochmal gucken, was wir hier so finden. Perfekt. Alles klar, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Randomizer. Geh weg. Tschüss.